Hallo ihr Lieben, mein Flipbook ist fertig und zwar ist das eigentlich schon mein zweites Flipbook, nur das erste ist noch nicht fertig, weil das hier jetzt dringender war. Und ja, deswegen wollte ich euch das jetzt schnell hier mal zeigen, damit ich das dann verschicken kann, weil die Empfängerin schon eine ganze Weile darauf warten muss. Das Video lade ich erst hoch, wenn sie das schon bekommen hat, weil sie ja weiß, dass sie ein Flipbook bekommt und sie hat sich so, ja, sie sagte, sie mag Kawaii und sie mag so ein bisschen diesen maritimen Stil. Und da habe ich natürlich sofort an Mamegoma gedacht und ja, wenn ich das jetzt vorher hochlade, auch wenn ich nicht sage, für wen es ist, und ich lade es hoch und sie sieht das, dann weiß sie bestimmt, dass es für sie ist. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Deswegen lade ich das Video dann erst hoch, wenn sie das bekommen hat. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Das hier ist die Vorderseite. Ja, hier habe ich so ein bisschen mit dem Glossy Accents gearbeitet, obwohl ich mit dem jetzt noch nicht so zufrieden bin. Das zeige ich euch dann gleich. Aber so finde ich es ganz schön. Mit diesem silbernen Washi habe ich das hier so umrandet und die Glitzersteinchen. Und ja, hier habe ich so ein Band dran gemacht zum Zubinden. Und ich habe das hier so ein bisschen breiter gemacht. Also das hat wie so ein Buchrücken. Ich hoffe, ihr könnt das hier gut sehen, weil das sonst nicht mehr zugegangen wäre. Den Fehler habe ich bei meinem ersten Flipbook gemacht. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen Pappe mit reingearbeitet. Und dann würde ich sagen, wir machen das mal auf. Ich habe da hier so ein, auch so ein maritimes Band in rosa. Fand ich total süß, total passend auch. Und ja, das habe ich genommen. Und ja, jetzt klappe ich es mal auf. Und so sehen die ersten Seiten aus. Und zwar sind die Goodies auch schon drin, seht ihr ja. Ich fange mal hier auf der Seite an. Ja, hier habe ich so ein Täschchen gebastelt aus so einer Tüte und habe dann hier so Steinchen drumherum geklebt. Und hier sind diese, ja, Sticker drin vom Teddy, die kennt ihr ja auch alle schon. Und ja, hier oben habe ich auch wieder ein bisschen mit Glossy Accents, fand ich total süß. Und hier hat Mamegoma auf dem Haarreif noch so kleine Puschel drauf, fand ich total passend. Und ja, hier habe ich so diese Borte noch drauf geklebt, die allerdings nicht gut hält. Ist ein bisschen doof, also ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Flipbook, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz süß geworden. Und zwar geht es an die liebe Celine. Deswegen steht es hier schon drauf. Hier, das ist ein Umschlag, den kann man hier rausziehen. Da ist dann die Post drin. Und ja, hier seht ihr nochmal von mir an Celine. Und ja, und hier kann man von oben, da sind noch ein paar Stickerflakes drin. Das geht auch noch. Und ja, und hier von der Seite ist dann die Post drin in dem Täschchen. Deswegen ist es nur hier beklebt, dass das halt eben hier und hier offen ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich klappe das mal auf der einen Seite. Und zwar habe ich hier so ein Täschchen gebastelt. Auch hier, ja, ihr seht es ja, ne? Mit Steinchen, mit den Borten, hier wieder überall Mamegoma. Und hier habe ich dann noch so kleine Tags mit reingemacht. Die mache ich mal gerade raus, dass ihr das nochmal seht. Hier ist dann auch nochmal Mamegoma und so ein Entchen. Und hier sind die kleinen. Ja, und hier habe ich Sentimental Circle Sticky Notes mit reingepackt. Und auf den Tags habe ich hinten noch ein paar kleine Sticker mit drauf geklebt. Fand ich ganz süß. Und ja, die kommen dann mit hier rein. Finde ich ganz cool irgendwie. Dann haben wir hier die Seite. Da ist hier habe ich noch so ein Klapp-Seite mit dran gepackt. Und zwar kann man das dann ja auch aufklappen. Ich zeige es euch dann gleich. Hier sind so auch wieder Borten und Steinchen. Und ja, seht ihr ja alles. Dann habe ich hier schon so Blümchen mit reingepackt. In rosa und in blau. Und hier nochmal so Ohrhänge. Die habe ich auch nur mit Washi-Tape festgeklebt, damit man die dann rauslösen kann. Und hier unten drunter ist dann der dicke, fette Mamegoma. Und den habe ich auch mit Glossy Accents und ja, das ist das erste Mal, dass ich so eine riesen Fläche damit ja, angemalt habe. Und das hat ganz viele Bläschen, also irgendwas habe ich da falsch gemacht. Aber ich finde es trotzdem ganz süß. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass es hier, jetzt seht ihr es gut.
Und ja, hier ist noch so ein Schleifchen. Und ja, das kann man dann so einfach auseinanderklappen. Und dann zeige ich euch nochmal hier unten. Hier geht es dann auf. Und hier ist dann auch nochmal so ein Täschchen. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen Goodies reingestopft. Ja. Dann kommen wir zur anderen Seite. Und zwar habe ich hier, klappt schon gleich auf. Ja, ich fange mal hier an. Hier habe ich so ein kleines Täschchen auch wieder gebastelt. Hier mit so einer Borte. Und hier ist das Aquarium draufgeklebt. Das fand ich auch total süß. Dann habe ich hier auch mit Washi wieder so Perlen dran geklebt. Und hier sind die Glitzersteinchen drin. Die kann man rausnehmen. Die stecken hier in diesem Täschchen. Und hier ist dann nochmal Mami Goma so im Hintergrund. Wenn man dann die Goodies rausnimmt, dass das auch noch ganz süß alles aussieht, dass das dann nicht so leer ist. Ja, und dann habe ich hier, ich tue den mal gerade zur Seite, hier noch so ein paar Lolita-Sticker reingeklebt. Die kann man auch rauslösen, das ist nur hier in der Mitte ein bisschen festgeklebt. Und dann habe ich hier oben so eine Borte dran gemacht und ja, eben an die Borte dann ein paar Anhänger dran gehängt. Fand ich ganz cool hier einmal mit diesem Anker. Das passt, finde ich, ganz gut alles zu diesem, ja, maritimen Thema und der Delfin. Und hier habe ich dann noch so einen Anhänger. Den habt ihr vielleicht schon gesehen. Den hatte ich bei Instagram schon hochgeladen. Den fand ich ganz süß. Auch extra mit blauen Jellies. Und ja, hier so eine Kette dran. Und der hat hier diesen Karabiner. Und ja, und den kann man dann eben einfach hier rausmachen aus dem Flipbook. Und kann den sich irgendwo dran baumeln, wenn man möchte. Ja, das war es dann auch schon soweit. Die Rückseite zeige ich euch jetzt noch. Und dann sind wir schon soweit fertig. Das bleibt auch so, also das wird genauso verschickt. Ja, wir hatten ausgemacht, nicht allzu viel an Goodies reinzupacken. Und ja, ich hoffe, es gefällt ihr und es reicht aus. Und ja, dann klappe ich das mal wieder zu. Also ihr seht schon, das ist ganz schön fett. Wenn natürlich die Goodies dann raus sind, lässt sich das alles wieder ein bisschen besser zuklappen. Und dann habe ich hier noch die Rückseite und zwar habe ich da wie so eine Art Schüttelkarte. Also das kann man hier alles hin und her schütteln. Ja, jetzt wo das Flipbook so voll ist, funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Hier habe ich noch so eine Borte mit drauf geklebt. Und ja, hier ist auch wieder Mami Goma und hier ist noch so ein kleiner Tintenfisch. Und ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel Glitzer reingemacht. Deswegen sieht man die leider nicht mehr so gut, die zwei. Aber ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Im Hintergrund habe ich dieses Muschelpapier. Das pinke, die pinken Sternchen habe ich so, das soll so Art Seesterne symbolisieren. Ja, und ansonsten ist alles blau, was da drin ist an Glitzer, hier Pailletten. Und ja, wie gesagt, wenn das Flipbook nicht so fett ist, dann funktioniert das auch besser mit dem Glitzer. Und ja, also so könnt ihr es nochmal sehen, dass das hier wie so ein Buchrand einfach hat hier hinten. Und ja, finde ich ganz süß. Es ist klein, das ist aus Faltkarten gemacht. Die habe ich vom Action. Und ja, finde ich eigentlich ganz süß. Also ich bin soweit ganz zufrieden, bis auf dass eben diese Spitzenborte sich wieder löst an der einen Seite. Später nochmal. Ja, also die hier. Und finde ich das eigentlich ganz süß geworden. Und ja, wie gesagt, liebe Celine, falls du das Video siehst, dann hast du das Flipbook ja schon. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Und dass du mit den Goodies was anfangen kannst. Ich denke, sie wird auch ein Video machen. Falls das so sein wird, werde ich euch das jetzt hier noch verlinken, falls es dann ein Video, ein Auspackvideo von ihr gibt. Und ja, könnt ihr dann in der Infobox einfach ja, mal nachschauen. Und ja, dann würde ich sagen, ich packe das jetzt ein. Und dann werde ich es losschicken. Und ich hoffe, ich kriege das überhaupt in den Umschlag rein. Wahrscheinlich muss ich ein kleines Päckchen schicken oder so. Muss ich mal sehen. Ja, jedenfalls würde es mich mal sehr interessieren, wie euch das Flipbook gefällt. Da es ja auch, wie gesagt, mein erstes fertiges ist. Und ja, könnt mir ja gerne mal eure Meinung dalassen oder was ihr verbessern würdet. Oder ja, würde mich interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi.